Willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wir machen jetzt das Attentat hier vorne und dann würde ich vorschlagen, machen wir entweder das nächste Romulus-Versteck oder die nächste Mission. Ich denke mal, dass wir erst die nächste Mission machen, weil, ja, ich würde mal gerne wissen, wie es Katharina geht und so. Und was da vor alles kommt. Versteck läuft uns ja nicht weg. Das machen wir das nochmal hier. Taktische Korrektur. Caesar ließ einen seiner besten Strategen zurück nach Rom rufen. Er ist eine wichtige Persönlichkeit. Deshalb reist er mit Pferdeneskorte mich deucht. Was? Deucht beide Korte verschieden. Okay. Okay. Okay, wir müssen 5 Leute eliminieren, das ist schon mal lustig. Den Borgia-Turm können wir leider nicht machen, da der noch außerhalb unseres Bereiches ist. Oder was auch immer. Deshalb würde ich vorschlagen, wir machen jetzt die nächste Mission. Aspetta. Und in der nächsten Folge machen wir dann das Versteck von Romulus. Andiamo! Da lang, Pferd! Hi, hopp! Pferd, beweg dich! Ach Gott. Ich glaube, ich jetzt selber. Die Borgia schänden sie! Wir sind ziemlich bekannt. Ich glaube, wir werden unbekannt hier sein. Was kostet das denn hier? 46.000, ja. Klar, komm nicht. Und das hier? 27.000, na gut, ich glaub. Er war mit dem Assassinen im Land. Wahre Inspiration. Ne, wir müssen uns klettern hier. Machen wir auch mal ab hier. Oh, na das nenne ich waghalsig. Ist das nicht verboten? Oh, da hinten ist ein Schatz. Ein
kommen wir denn hier? Okay, haben wir eben noch nicht offen, oder wir haben den schon gemacht. Tot oder in Ketten enden. Zuschauer wirken bei der Warte mal, den haben wir noch nicht. Ich habe hier eine Mantegna-Adoration. Ihr müsst mir helfen, guter Herr. Habt ihr nicht vielleicht ein paar Florin übrig? Ihr könntet damit diesen... aus dem Weg! Mit Piace! Mit Piace! So, kommt hier. Na, wenn das kein lustiger Affe ist. Ich bin kein Affe. Ich bin mir sicher, er wird. Na gut. Okay. Okay, machen wir mal die nächste Mission. Ezio. Wo ist Machiavelli? Ich konnte ihn nicht finden. Ich brachte die Contessa hierher. Caterina. Würdet ihr uns verraten, wo ihr wart? Ich suchte nach Ezio. Was ist mit Cesare und Rodrigo? Cesare ritt davon, bevor ich ihm nahe kam. Und Rodrigo war überhaupt nicht dort. Merkwürdig. Rodrigo ist meistens im Castello. Wirklich seltsam. Welch Verschwendung. Nichts für ungut. Schon gut. Wenn Cesare in Urbino ist, müssen wir unsere Truppen sammeln. Ich dachte, wir wollten sofort zuschlagen. Unmöglich. Cesare kommandiert ein großes Heer in der Romagna. Ihr kämmt nie an ihn ran. Ich sage, wir arbeiten hier, in Roma. Wir mindern Borgias Einfluss und steigern den unseren. Und jawohl, ich möchte sofort beginnen. Volpe, holt Claudia und Bartolomeo her. Machiavelli, trefft mich draußen. Kümmert euch um sie. Seht, die Borgia rauben dem Volk alles, um ihre Macht zu erhalten. Was wollt ihr jetzt tun? Wir gewinnen ihn für unsere Sache. Ihr beliebt zu scherzen. Um zu siegen, Machiavelli, brauchen wir treue Soldaten. Wenn wir Staatsfeinde rekrutieren, bewaffnen wir jene, die von den Borgia entwaffnet wurden. Dann geht. Rekrutiert die ersten Novizen. Die zwei Bürger Roms gegen die... Ja, drücken durch die... Borgia. Okay. In letzter Zeit haben häufig Ochsenkarren die kleinen... Die Bürger bei sich machen können. Und erheblichen Beeinträchtigungen okay. Ach, der ansässigen Händler geführt. Kommt er nicht. Die Pilger werden gebeten, weil alle spielt uns... Jetzt stirbst du! Assassine! Die Befreiung von Rom hat begonnen. Wollt ihr fliehen, dann flieht jetzt. Doch wollt ihr kämpfen, dann steht mir bei gegen die Borgia. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Ich stehe euch bei. Dann sucht Niccolo Machiavelli auf der Isola Tiberina und werdet einer von uns. Ihre Lügen müssen der Wahrheit weichen. Okay.
Marco, was stimmt nicht mit diesem Teufelsbraten? Was zum Teufel tut er denn? Sieht gefährlich aus, nicht? So, mal gucken. Boah, gibt's hier viele, ey. Was macht ihr denn da? Er wird sich noch etwas brechen. Naja, wer zuletzt nach. Hey, ein wenig Respekt! Erwartet ihr etwa, dass ich euer kindisches Verhalten gutheiße? Wie kann jemand nur rüben? Du hast Nerven. Ruhig bleiben. Mist! Jemand hat Nerven. Was zum Teufel soll das? In 5 Sekunden werden meine Jungen. Wenn ich grausam wäre. Was zum Himmel? Wollt ihr etwa, dass Johnny seine glühenden Nadeln herausholt? Die Befreiung Roms hat begonnen. Habt Dank. Ihr seid ein Beispiel, dem ich nur zu gerne folgen würde. Jetzt schreiben mir noch mal ein paar Bürger hier. Die Gebeine von San Duarte vor sich herträgt, wird gesegnet durch die Hervorholung weiterer Reliquien und San Ursulas linkem Arm. Einzelheiten an der Kirchentür. Schneller! Grazie, amico. Eure Taten sollen wiederhallen und fliegen. Eure guten Taten werden wohl gewöhnlich damit. Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Die Befreiung Roms hat begonnen. Messere, ihr habt mich gerettet. Gewährt mir die Ehre, euch dienen zu dürfen. Bruder. Seid gewarnt, Freunde. Er tötet zum Spaß. Sein Blutrausch kennt kein System und keine Gnade. Ihr könntet die Nächsten sein, euer Vater oder eure Tochter. Ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Nistro Nocci ist der Assassinengilde beigetreten.
Die Fähigkeiten ausrüsten, der Assassine Vermeidung. Okay. Lol. Verbrechen dieses Mannes, das demjenigen eine überaus großzügige Belohnung winkt, der ihn oder... Na, mein Kerl, Kollege, hier, nimm mal das. Danke. Hätte derjenige, der... So... unsere nächste Mission. Da. Das heißt, wir machen hier noch die Bürgerbefreiung. Und dann laufen wir zum Rummelus versteckt, zum ähnlichen Folge, und beim nächsten Mal machen wir dann das. Ich hetze dir die Wache auf den Hals. Der Bischof bittet Wallfahrer, die Gegend in absehbare Zeit zu meiden. Die Familie Colonna gibt bekannt, dass die Zusammenstand auf die Zeit zu Lasst euch heilen. Komm ich mich gleich mal voll. Von 5 auf 15. Okay. Ach, die Befreiung Roms hat begonnen. Ich dachte, das wäre mein Ende. Habt besten Dank. Aber die Borgia werden nicht ruhen. Es sei denn, ihr wisst, wie man sich wehrt. Na gut. Mach mir noch ein paar Dinge davon. Brauchen wir das noch hier? Schon das Kreiskind hat sie immer gesagt. Ich bin doch kein Mister. Na gut. Nein, hab ich da ihm gesagt, das kann er. Lasst mich doch! Ich tue doch keinem etwas! Wir sind stolz auf unsere gute Qualität zu der ersten Preis! Das ist eigentlich nur so ein. Udite, Udite! An alle Bewohner und Besucher Roms! Bitte achtet auf herabfallendes Mauerwerk in der Nähe von Gebäuden! Wo ist das Problem? Unser Beileid
gilt allen englischen Staatsbürgern wegen des Verlustes ihres Todes. Was? Wie wurde der Bürger getötet? Das finde ich aber jetzt nicht so gut. Muss ich erheben! Die Szene den Tag herbei, an dem Roma aus diesem Borgia-Alpfraum erwacht. Na gut. Ich könnte mir vorstellen, mit mir. Ja, mach mal. Grazie. Kommt bitte wieder. Wir müssen uns beeilen, bevor der Büro noch stirbt. Kommt schon. Nun gut, wenn du darauf bestehst. Was soll das? Ja, ich bestehe drauf. Oh nein. Ich muss mal hoch, okay. Du machst alles nur noch schlimmer für dich. Weg von der Kante, du Vollidiot. Halt los, Fratello. Wir holen dich da raus. Lass los, auf der Stelle. Nein! Lass mich los! Deine Fittiche nehmen, guter Herr. Scheiße. Hey, ihr seid nicht alleine. Benehmt euch. Oh Mann, der arme Bürger, ey, scheiße. Bin ich ein paar Minuten zu spät gekommen. Ein paar Sekunden. Minuten. So. Wo haben wir ihn hier? Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis